Leute, was geht ab? Wir sind die Ravennas, außer mein Bruder John. Mein Name ist Mason, in der Mitte meine Schwester Megan. Und wir reagieren heute auf Mert und Zed, No Defense. Mein Bruder hat keinen Bock, ich sag euch ehrlich. Es geht nach vorne, habe ich das Gefühl. No, ja, ich guck mal, ich bin ehrlich, der hat keinen Bock. Ich hab Bock, weil aus dem einfachen Grund, es ist konträr zu dem, was aktuell in der Musikszene läuft. Es ist böse auf die Fresse. Böse. Aber so böse. Deswegen will ich das anhören. Und jetzt lass es einfach. Wäre es zu meiner Zeit gewesen damals, also was heißt damals, so mit 18, 19, 20, so. Anfang 20, ich hätte das böse gefeiert. Ja, ja. Aber das ist einfach jetzt nicht mehr meine Richtung. Weißt du, was ich noch ganz gut sagen kann? Die bringen Jogga Bonito-Vibes hier. Wirklich? Ja, ja, deswegen. Das Album heißt ja Jogga Bonito, was die macht, bringen. Okay, komm. Ich kann mich gar nicht mehr hören wir mal rein. Das letzte Ding. Dummkopf. Ja, sorry, ja. Deutsche Rapper jagen Goldplatten, nicht im Ballon d'Or. Eure Rapper hängen an der Line wie ein Lattentor. Merda B in dein Ohr, von Berlin bis Sinaloa. Punches, sie treffen so wie Sanchez im Milan Store. Lando, kleiner Pisch, das bringt dein Bausparvertrag. Ich fick deine Nazi-Tochter, bis sie aus seiner Mark reit. Tschüss. Der hat die Ops gemacht. Jo, asozial an der Haus, Digga. Ja, Mann, aber krass gemacht, geil. Ja, yeah. Warum? Eine Nazi-Tochter, bis sie aus seiner Mark reit. Tu in dein Arsch, Mert gegen Rassismus. Noch ein letztes Mal, eure Mütter ficken Ismus. Meine Cousins, deine Ex, Buh, Kacke, Rendezvous. Mert, Abilu, Kacke, Romelu. Komm im Siebener, Vignabri. Safi, Deutschraps, Fanasi. Kerim, Bossi, Fatih, Terim. Ich hab eine Schwäche für Rapperinnen, Leggings. Ananasi, Kerim. Reale Rapper kennen keine. Ihr dreht HDFs, das solltet mal die Fresse halten. Digga, der beleidigt nur. Ist doch asozial in der Haus, Digga. Wie gesagt, ich kann nicht heute. Heute geht nicht. Stellt euch vor, ich in meiner Wohnung, meine Frau, Freund. Digga, das geht einfach nicht, Alter. Ja, ja, das geht nicht. Die Zeit sind vorbei, Digga. Pace, nächstes Tor ist safe. Guck das Stadion brennt, wir gehen no defense. Wir sind für den Angriff bereit, deine Jungs spielen auf Zeit. Geil. Oh, der Refrain ist mega. Der Refrain ist gut, gell? Legendäre Szene, Digga. Legendärste Szene, guck dir das nochmal ganz kurz an. Auf Zeit. Bam! Komm mit der Blutgrätsche rein, scheiß auf dein Videobeweis. 99 Pace, nächstes Tor ist safe. No Defense, guck das Stadion brennt. Wir gehen No Defense, No Defense. Ich seh nur Rettner. Okay. Der Refrain war mega nice. Hast du den Jogga Bonito Ball zwischendurch gesehen, Bruder? Hast du auf den geachtet? Ja. Den der Ball? Ist, ja, der Ball. Digga, ich hab diesen Ball geliebt einfach. Diese dreckigen Franzosen haben den uns geklaut. Wer? Diese kleinen Bastarde, Alter. Die haben in unsere Badewanne gekackt, ja. Unser Ball Leute. Geklaut. Ja. Ah, diese kleinen kurze Ratten, Zwischenstory. Alter. Wenn man sagt, Franzosen sind eklig, ich kann das bestätigen. Die sind eklig, die sind eklig. Wir hatten diesen Fußballaustausch damals. Und die haben, ich weiß nicht warum, in unsere Badewanne Nein, gekackt. Nein, haben die nicht. Haben die, Digga. Haben einfach echt? Haben ja. die. Unsere Mutter hat das weggemacht. Du warst noch ein Kind, als ob du das mitbekommen Nein, hast. Ich hab, weißt du, was ich mitbekommen hab? Ich war mit einer Freundin. Der kommt gerade aus dieser Badewanne raus. Splitternackt. Der steht auf einmal vor mir, meiner nicht, Freundin. Gar nicht. Wir sehen, also wir waren alle da, Jung. Wir waren so voll geschockt. So, warum steht der da? Und kurz davor hat er sein Gericht in unserer Geschäft in unserer Badewanne verrichtet. Nein, ich habe nur mitbekommen, dass sein Badewasser extrem dreckig war. Nein, ja, weil er da reingekackt hat. Ja. Der hat da reingekackt. Ich weiß nicht, wie die es in Frankreich machen. Digga. Nein, bestimmt waren die jetzt auch heftig ekelhaft gewesen. Wirklich, die Meinung spalten sich, ob jemand in der Dusche pinkelt oder nicht, ja? Ganz ehrlich, lass offen. Aber kacken, Digga, ich glaube, da sind wir uns einig. Und wärst in der Dusche sein. In der Badewanne. Digga. Ja. Irische ekelhaft. Das war ekelhaft. Ja, komm. No defense. Mach drauf. Sie stressen so wie kleine Kinder und fühl mich dadurch langsam wie in Michaels Villa. Eure Rapper singen wie Bryson Tiller. Kein Bock dich zu battlen oder seh ich aus wie Leichenficker. Ich bin back, bra, wie am mein Problem. Was im Game, liefer Tracks hart, feinste Qualität. Kapitän, komm im Sechser wie Yaya Touré. Oh, das ist gut. Und stapel Cash so wie Bayern Trophäen. Der hat echt geil geflowt, muss man sagen. Der hat so diese zwei Reime die ganze Zeit abgewechselt.
Papa Leschka Verbattack im Stammcafé, Ranjar die Tatwaffe. Warte, ganz kurz. Oh, also kranker guck, Flow, Bruder. Digga. Guck, worauf er sitzt. Achso, den Ball. Tack im Stammcafé. Hast du gesehen? Das ist der legendäre Ball. Ja, Mann. Ranjar die Tatwaffe, lass mal dein Mann ja gehen. Giftig wie zwei, ich hab Trick, Diebe bei. Z-Baller, Blei, Mula Brothers sein. Meine Zeit kommt. Tick, tick, ich hab alles damals schon gefickt. Und nach Rapper Mittwoch Battles habt ihr Fußball 1 gekickt. Z-Z. Ich bringe Quali lang Körmüssen. Z bleibt der Baba wie Sir Alex Ferguson. 99 Pace, nächstes Tor ist safe. Der hat einen richtig starken Part beliefert. Der war ein kranker Part, der hat sich so entwickelt. Ja, Mann. Guck, das Stadion brennt, wir gehen no defense. Wir sind für den Angriff bereit, deine Jungs spielen auf Zeit. No defense. Komme mit der Blutgrätsche rein, scheiß auf dein Videobeweis. No defense. 99 Pace, nächstes Tor ist safe. No defense. Und lass noch kurz Pause machen. Oh, starker Song. Auszulaufen. Okay, komm weiter. Das Stadion brennt, wir gehen no defense. No defense. Guck, der Ball, Digga, der Ball. Der Steinzeitball, Digga. Ich finde, der hat so ein geiles Feeling gehabt. Ja. Das hat aber einfach nur wehgetan. Der war anders, Digga. Aber der war so schwer einfach. Das war ein Stein. Digga, du musst erstmal drauf klarkommen. Dass er so fest ist. Ey, wirklich jetzt nochmal zu dem Song, Leute. Die, die jetzt in dem Alter sind und das so fühlen, ich gönn euch das. So unglaublich, Digga. Zu meiner Zeit war es Farid. Und ich muss sagen, sehr ebenbürtig. Gerade Digga, die bringen Qualität, die bringen geile Flows, die sind schön asozial, auf die Fresse, mit viel Energie, Digga, als Jugendlicher, man kann damit durchdrehen, Alter, gönnt euch, ich weiß nicht, gönnt euch. Gönnt euch. Also, ich fühle... Was, du bist noch mittendrin, Bruder. Ich bin 2 Jahre jünger als du, als Mo. 3. 2,5. 3. 3,5. 2,5, du 2,5. Bist 3,5 jünger als ich. Stimmt, ich bin 3,5 jünger. Dummkopf. Also, wir werden das Ganze nicht sagen. Schwester sagt was. Guck mal, das war gar nicht mein Geschmack, aber es hat einfach nur Spaß gemacht zuzuhören. Das ist einfach gut. Unterhaltung war es auf jeden Fall. Einfach gut, das Song, wirklich. Das ist doch gut, geil, so, weil es ein Kontrapart zu der jetzigen Rap-Dings ist. Okay, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir verabschieden uns. Assalamu alaikum. Abonnieren, dies, das, ihr wisst Bescheid.